Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Far Cry Primal auf der Xbox One. So, als letztes hatten wir uns ja hier schön um den Wolf gekümmert, dass der sich uns auch mit anschließt. Bevor wir jetzt hier, wie abgesprochen, zu diesem Narbenbär machen, würde ich nochmal diesen blöden Sumpfposten versuchen. Da haben wir ja leider schon in einer der letzten Folgen mal ins Gras gebissen. Dann haben wir uns nochmal zurückgezogen, weil wir da keinerlei Waffen, Speere, gar nichts mehr hatten. Na, schauen wir uns das jetzt nochmal an. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt endlich mal besiegt. So viele waren das ja eigentlich gar nicht. Zumindest wenn sie keinen Alarm auslösen. Mit Alarm sind das natürlich dann doch schon ein paar zu viel. Und vor allem der hier. Der Blödmann mit seiner großen Keule. Die habe ich ja sowieso gefressen. So. Machen wir erstmal den hier platt. Upp, und ab ins Gebüsch, dass ne keine findet. So, dann schleichen wir uns doch mal hier in das Lager ein. Die dürfen uns nur nicht sehen, weil wenn die Alarm auslösen, das hatten wir ja schon mal den ganzen Spaß, dann kamen da so viele und vor allem auch solche großen Keulenträger, dass wir da dann Riesenprobleme bekommen, die noch irgendwie auszuschalten. Gut, das haben wir schon mal, aber das war ja auch leider nur ein normaler Dorfbewohner. Weil ich glaube, die lösen auch Alarm aus, diese normalen Dorfbewohner. Da ist einer. Na toll. Na toll. Haben sie schon wieder Alarm ausgelöst. Alarm heißt weg. Katze dazu holen. Ich dachte, ich krieg's ohne die Katze schön still und heimlich hin und wir haben keine Rotblätter mehr. Ach nee, ey. Und das fehlt wahrscheinlich immer noch an Rotblättern. Ja. Na denn, probieren wir es nochmal. Vielleicht kriegen wir es ja schön einzeln ausgeschaltet von hier. Oh, die sind doch schon noch ziemlich nahe. Sei doch mal ruhig. Ach Mist. Das war einer von mir. Schauen wir uns mal an, was jetzt hier Neues los ist. Dass wir wirklich erstmal alle markiert haben. Die suchen uns immer noch. Nicht, dass die uns jetzt doch noch finden. Ich muss mal hier ein paar Dings herstellen. Nee, hier waren sie. So, dann brauchen wir unsere Eule wieder. Es dauert aber noch ein bisschen, bis die wieder verfügbar ist. Das heißt, wir schleichen uns nochmal an. Sonst hätte ich denen jetzt einfach mal so einen Bienenschwarm auf den Kopf geschmissen. Vielleicht bringt es ja was. Das sind schon einige. Ich dachte eigentlich, so viel sind das gar nicht, aber... Hatte ich mich eigentlich ein bisschen getäuscht. Noch wissen sie aber nicht, wo ich bin.
Wissen die schon, wo ich bin? Noch nicht, oder? Komm, verschwindet wieder. Oder warten die jetzt nur auf ihre Obermuftis mit den Keulen? Jetzt schmeiß mich denen einfach was auf den Kopf. Die stehen gerade alle so günstig. Ey! Den haben wir auch. Die anderen haben ein paar Bienenprobleme. Da hinten ist noch einer. Den müssten wir auch erstmal ausschalten. So. Erstmal wieder die Pfeile aus dem Arm ziehen. Da kommen schon wieder welche. Erwischt. Da ist noch einer. Erwischt. Oha. Der Punkt ist rot, ich habe den im Visier, aber ich treffe den nicht. Ist komisch. Jetzt haben wir ihn erwischt, aber da war die Maske noch im Weg. Dann komm noch mal raus. Genau, zieh dir erstmal die Pfeile wieder aus dem Arm, die Splitter aus dem Arm oder sonst woher. Mensch, muss doch treffen. Sonst sind wir doch auch nicht so schlecht im Zielen. Komm her. Ach herrje. Sind ja doch noch mehr als ich dachte. Das sind drei solche Typen mit der Keule. Drei Stück. Das wird das Problem. Und was sind alle? Also die zumindest. Das sammeln wir erstmal hier ein bisschen ein. Können wir alles gut gebrauchen. Also das ist echt ein krasses Lager. Also ich finde, das ist so ziemlich mit das schwerste Lager, was wir bis jetzt hatten. Da waren die anderen Lager nicht so wild. So. Aber ich hoffe, jetzt haben wir hier bald ein Ende drin. Weiß auch nicht, wie viele Pfeile wir da verschossen hatten. Das waren auch etliche. So. Wie viel haben wir da jetzt noch unten rumstehen?
Das müssen wir jetzt noch mal rausbekommen. Oder sind das jetzt wirklich nur noch die, die da oben auf den Türmen stehen? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ja, es sind nur noch die auf den Türmen. Sehr schön. Machen wir die mit den Masken erstmal weg. Und den Rest holen wir uns zu. Die zwei erwische ich jetzt auch so noch. So, zack, zack, zack. Erwischt. Dann haben wir das Lager auch endlich. Juhu. War ja doch nicht so einfach. Lager 13 von 15. Zack. So. Jetzt haben wir hier noch ein Feuer. Das nehmen wir uns natürlich auch gleich mal mit, weil in die Richtung sind wir eigentlich noch gar nicht groß gelaufen. Fisch. Tasche voll. Da liegen noch ein paar Krokodile drin rum. Schildkröten. Ein Rotblatt. Dann beleben wir den da zumindest mal wieder. So, Ohr, Nashörner. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und sogar Libellen fliegen hier rum. Ist ja wirklich ein richtig schöner Sumpf. So richtig cool gemacht. Auch sehr viel Liebe ins Detail gelegt. Hat sogar Libellen, Schmetterlinge. Mal fliegt ein Laubblatt hier durch die Gegend. Also wirklich toll. Ja, die ganzen Nebenmissionen, die wir jetzt hier überall noch haben. Mal schauen, ob wir die noch irgendwie mal machen. Aber ich glaube eher nicht. Das ist ja meistens wirklich immer dasselbe, dass man da irgendwelche Sachen töten muss, befreien muss. Ah, das ist unser Jaguar. Da haben wir doch noch einen gebraucht für irgendwas. Fragen Sie uns jetzt aber nicht für was. Leopard. Nicht Jaguar. Ach Mann, Mist. Und Leopard gab es jetzt nur im Norden, glaube ich, irgendwo. Da ist schon mal das Feuerchen, was wir uns holen müssen. Schauen wir mal. Komm, sterb doch endlich. Kopfschuss, vor allem mit einem sperrenden Schuss gemacht. Du stirbst jetzt auch, Blödmann. Ist unser Tigri hier verhauen. Armer Tigri. So. Ist auch wieder schön. Und angezündet. Leuchtfeuer der Hisu-Schwestern. Da haben wir nur noch zwei. Ach, so langsam nimmt es ein Ende. Dann haben wir hier noch einen. K.
Kraber-Klingen-Außenposten. Den nehmen wir doch einfach auch gleich mit, wenn wir schon hier sind. Noch ein Außenposten mehr. Nur mal gucken, wo wir da hinkommen. So, das ganze Zeug nehmen wir natürlich mit, weil das brauchen wir immer. Füllen wir mal die Pfeile auf, weil sonst ist die Lagertasche bald wieder voll. Hier geht der Fluss hoch. Schreit schon wieder rum. Da werden wir nicht hochkommen. Ah doch. Oh, wir kämpfen gegen einen Bären. Aber da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir auch nicht hoch. Na, dann müssen wir hier drüben doch rum. Hier kommen wir hoch. So, da ist der Kaberklingen-Außenposten. Suchen wir uns erstmal ein bisschen Versteck. Schicken unseren Tiger weg. Und holen die Eule raus. Da haben wir doch schon den ersten, den zweiten. Ich hoffe, diesmal sind es auch nicht wieder so viele wie in dem letzten Lager. Dass das hier ein bisschen besser klappt. Überall schon wieder welche. Da ist ein Bär. Aber den Feuerschmeißer, den entsorgen wir auf jeden Fall erstmal. Ich habe jetzt keinen gesehen, der hier mit diesen Dingern immer schmeißt. So, hier ist so ein Obermufti-Typ da. Mit einer Keule. So einen habe ich jetzt nicht gefunden. So, haben wir hier jetzt noch irgendwo welche? Da ist der Alarmposten nämlich schon mal tot. Wo kommen wir hier rein? Ach Mist, ist doch einer. Den hatte ich nur nicht gesehen. Der kommt aber jetzt nicht hierher. Genau den kann ich jetzt hier nämlich nicht gebrauchen. Der bleibt stehen. Der auch. Ah, der hat die Leichen gefunden. Könnte man doch den eigentlich da hinten in aller Ruhe... Town. Wow. Deck Town verpassen. So. Na, dann haben wir das Problem mit dem Typen nämlich auch schon mal erledigt. Hätte uns fast einer gesehen. Mist. Da
Weiß aber noch nicht, wo ich bin, oder? Nee, noch wissen sie nicht, wo ich bin. Aber viel hat wahrscheinlich nicht mehr gefehlt. Runter. Hui, 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 hui. Erwischt. 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 Haben wir nur noch den hier. Zumindest... Ah, nee, Mist. Da steht noch einer. Müssen wir uns auch noch schön anschleichen und einen Takedown verpassen? Zack. Das war der Letzte. Das Letzte. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Außenposten, den wir noch nicht haben. Nee, doch zwei. Oh, wo ist denn da noch einer? Zack. Alles unsers. Jetzt haben wir das ganze Gebiet hier auch. Dann können wir jetzt eigentlich hier schon direkt rüber zu diesem Bärchen. Dann machen wir hier eine Reise hierher. Ah, hier ist noch ein Leuchtfeuer, ein Außenposten. Und hier oben wahrscheinlich. Okay, dann reisen wir mal zum Narbenbär. So, da sind wir dann auch schon. Ach, das war doch hier, wo unser schöner Urki war. Müssen wir nur schauen, wie wir da am blödesten laufen. Na, hier kommen wir überall nicht hoch. Das heißt, wir müssten eigentlich irgendwie da hochkommen. Ja. Na, schauen wir doch mal. Kann man nicht da einfach hochkraxeln? Oder hochfliegen, wie unser Urki das eine Mal. Da ist was. Ich glaube, hier können wir sogar hoch. So, jetzt da hoch. Ich höre einen Mammut. Er trödet vor sich hin. Das ist aber ein ausgewachsenes Mammut. Das ist ein kleines. Ich habe wieder ein Mammut. Das sind alles große Mammutse. Schauen, wie weit wir da kommen. Da müssten wir hoch. Da müssten wir hier noch irgendwie hoch. Ah, da sind wir zumindest schön schnell. Wölfe. Die laufen weg. So. An dem Ding können wir eigentlich gleich in die Richtung laufen. Au. Die Wölfe jaulen vor sich hin. Ja, da war ein Stein. So, danke Mammut. Und ab nach unten. Aua! Ach Mensch. Was haben wir hier unten Schönes?
Südstein. Und ein Blaublatt. Brauchen wir alles nicht. Ich weiß nicht, solche Beißerfische gibt es aber wirklich sehr selten. Also da haben wir noch nicht wirklich was gefunden. So. Erkunde die Höhle. Ist das jetzt alles nur eine Höhle? Nee, da haben wir wieder ein Riesengebiet dranhängen. Dann erkunden wir doch die Höhle mal. Das ist wahrscheinlich tauchen. Komm, schwimm, zacken schneller, sonst säufst du wieder ab. Wie so abgeschlossene Gebiete, in denen jetzt dann diese großen Bestien sind. Wäre wahrscheinlich ja, schöner, wenn die einfach so mal in der Wildbahn rumlaufen würden. Aber so hat man immer so ein abgeschlossenes Gebiet, in der so die Bestie ist. Dann muss man die jagen. Und dann gibt es in dem Gebiet eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun, außer dieses Leuchtfeuer. So. Und ein Lager, natürlich. Die große Nasenbärenjagd. Narbenbärenjagd. Huch. So. Okay. Dann legen wir uns erstmal wieder schlafen. Haben jetzt genug für den Tag erledigt. Haben alle Lager in der Gegend noch mit übernommen, die uns noch nicht gehört hatten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir jetzt direkt auf die Jagd nach dem Bärchen. Bis dahin, macht's gut und wenn's gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen da.